Willkommen zurück auf meinem Kanal, nämlich Jules Little Magic Bird. Ich heiße dich herzlich willkommen. Ich trinke mal einen Schluck Kaffee. Das ist jetzt erst meine zweite Tasse. Ich war gerade einkaufen. Diesmal war ich im Edeka wieder. Wir waren letzte Woche im Lidl. Da habe ich leider den Foodtour nicht gedreht oder besser gesagt, ich habe es vergessen. Sagen wir es mal so. Ich habe es wirklich vergessen. Nein, ich war im Edeka wieder einkaufen. Auch da kriege ich meine Sachen. Da kriege ich sogar meine laktosefreien Sachen. Und dann achte ich da ein bisschen auf die Preise. Mein Budget ist diese Woche oder diesen Monat 70 Euro pro Woche. Und ich kann so sagen, ich habe es eingehalten. Ja. Wir brauchen auch nicht viel für die kommenden Tage, weil ich noch einiges an Obst und Gemüse da habe, deswegen habe ich jetzt nicht so viel gekauft. Und da wir heute noch grillen wollen, habe ich was gekauft, was ich sozusagen dann auch noch die anderen Tage mit essen kann. Aber was es ist, das zeige ich euch gleich. Wie fangen wir denn am besten an? Ich fange mal mit dem Rucksack an. Da ist mir eigentlich nicht viel drin. Da ist mal wieder die heißgeliebte Schokimilch von meinem Freund zweimal drin. Für mich einmal wie immer der Skill von der Eigenmarke Gut und Günstig. Absah, ich sag's jetzt mal so. Will er jetzt? Nein, ja. Und dann auch mit der laktosefreie Joghurt, die 3,8% Variante. Deshalb cremiger. Und ich esse jetzt nicht so viel. Dann habe ich nochmal mitgenommen eine Marmelade. So. Das ist die Glückmarmelade von Erdbeermarmelade. Genau. Und was auch mit durfte, das ich habe zwei schon da, aber wenn ich jetzt einen Joghurt und einen Skyr angerissen habe oder einen Quark und einen Joghurt, dann brauche ich manchmal noch so einen Ersatzdeckel. Und deswegen habe ich mir nochmal diese frische Deckel mitgenommen. Einmal in Blau und einmal in Gelb. Die sind halt praktisch, weil auf den Joghurtbechern ja jetzt nicht mehr die Deckel drauf sind, was ich auch sehr vernünftig finde. Gut, das Einkaufskörbchen steht hier nebenan und deswegen werde ich ab und zu mal abtauchen. Ich versuche es aber so wenig wie möglich. Naja, fangen wir an. Es sind 4 Bananen mitgekommen. Dann 3 Tüten. Und in den 3 Tüten befinden sich einmal 3 Äpfel für meinen Freund. Dann eine Avocado und für mich 2 Granny Smith Äpfel. Ja. Und das habe ich hier von Eier. Und eine Tüte mit losen Möhren. Ja. Die, glaube ich, sogar günstiger waren als das Buntmöhren oder die abgepackten Möhren. Genau. Dann für einen Salat. Frühlingszwiebeln. Nochmal Joghurt, und zwar Joghurt mild griechischer Art. Das sind 4 kleine Becher a 100 Gramm. Da wir ja grillen wollen, haben wir uns, oder habe ich jetzt mal ein Blockhausbrot mitgenommen. Geschmacksrichtung Knoblauch. Tiefkühlung habe ich mir einmal Herzstücke Cranberry Bärenmix von Edeka mitgenommen und ich habe sogar den Rahmspinat laktosefrei gefunden. Das finde ich jetzt gar nicht mehr so schlecht. Ich hatte den schon mal, der schmeckt lecker. Dann zum Grillen oder Vorbereiten für die Arbeit habe ich mir Creme und Pfannenkäse Kräuter mitgenommen.
Jetzt kommt es natürlich, und wer meine Food Hauls schon kennt, weiß, ich kann nicht ohne Tomaten. Und das sind die Snack-Tomaten. Ich liebe sie einfach. Ich kann nicht ohne Tomaten. Morgen am Sonntag soll es Hähnchengeschnetzeltes geben, deswegen habe ich Hähnchenfleisch mitgenommen. Stille. Und mein Freund hat halt noch Schnitzel oder Nackensteaks so rum vom letzten Mal vom Grillen. Und ich habe mir jetzt zwei Packungen Lachs mitgenommen. Einmal Lachs mit Haut, praktisch glutenfrei mariniert in Kräuterknoblauch. Das sind zwei Filets. Und ich habe mir in der Barbecue-Marinade gekauft oder mariniert. Das sind auch zwei Filets. Also wird es nächste Woche Fisch geben. Also ich werde mir ein, ich weiß noch nicht welches, jetzt am Wochenende die eine Packung zum Grillen verwenden und die andere dann die nächsten Tage. Und dann schauen wir mal. Genau. Und dann gab es noch was zusätzlich. Das habe ich aber jetzt nicht von dem Einkaufsbudget bezahlt. Also für diesen Einkauf habe ich 53 Euro bezahlt. Da waren aber jetzt noch 2,60 Euro Pfand dabei. Genau, die ich eingelöst habe. Also habe ich so ungefähr 56 Euro insgesamt bezahlt. Und dann halt die 2,60 Euro von Pfand abgerechnet. Aus einer anderen Umschlagkasse, sage ich jetzt mal so, habe ich mir jetzt noch was gegönnt. Nämlich nicht von unserem, für unseren Balkon. Blümchen. Das sind, wie gesagt, ja, Chrysanthemen. Hat jetzt noch die Garten noch. Ja, das sind Buschchrysanthemen und die kamen 7,99 Euro. Ich finde die Farbe halt so schön. Das kommt jetzt hier nicht so rüber, weil es so dunkel ist. Es ist so ein rotbraun. Vielleicht sieht man es jetzt ein bisschen besser. Ja, man sieht die Farbe ein bisschen besser. Genau. Die gab es halt extra. Die habe ich mir jetzt gegönnt. Ja, ansonsten war es das schon wieder mit dem Food Haul. Ich muss die Woche definitiv nochmal zu Chibo und Kaffee kaufen. Der Kaffee kostet, glaube ich, jetzt auch 7 Euro. Die 500 Gramm, also wir brauchen jetzt kein Kilo, deswegen, ja. Ich verräume das jetzt so und wünsche dir noch einen schönen Tag, Mittag, Abend, wann auch immer du das Video schaust. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn du magst, kannst du meinen Kanal abonnieren. Dann vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren. Dann verpasst du auch kein Video mehr von mir. Und ja, dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ich sage bis dahin. Ciao, ciao.